Für die Freie Wähler-Fraktion, Kollege Dr. Herz. Bitte schön. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst mal eine Anweisung an die Regie. Ich finde es nicht angemessen, dass so ein wichtiges Thema so am Ende von der Sitzung stattfindet. Ich hielt das für angemessen zu einem anderen Zeitpunkt. Das nur nebenbei, aber nicht unwichtig. Zum Thema EU-Milchmarktordnung. Wir wissen alle, sie hört, wie erwähnt, in wenigen Wochen auf. Und das ist ein Einschnitt in der Geschichte Europas. Wir waren ja mal einige Milchviehbetriebe mehr. Wir sind jetzt noch 34.000 in Bayern. Die Prognose fällt nicht schwer, dass wir 2020 vielleicht noch 20.000 sind. Das ist Spekulation, aber das kann man ablesen an den Entwicklungen. Momentan die Situation noch in einem Feld, das sich am Weltmarkt inzwischen so bewegt, dass wir in Europa nur noch etwa ein Drittel der Milch produzieren. Wir waren mal weit über 40%. Das zeigt, wir werden verdrängt. Aber es zeigt natürlich auch, ich habe mir das mal angeschaut, zum Beispiel in Chile, nicht der größte Milchproduzent, aber mit dem wir dann wirklich konkurrieren. Da stehen die Helfer in den Melkständen drin und arbeiten Tag und Nacht für 2 Euro die Stunde. Und wir müssen dann konkurrieren mit diesen. Und vor diesem Hintergrund müssen wir natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen einführen. Und aktuell ist es ja so, der Kieler Rohstoffwert, der die Milchpreise anzeigt, liegt für den Monat Januar, für Februar ist er noch nicht abschließend berechnet, bei 25,2 Cent, das bei 4% Fettgehalt und 3,4% Eiweiß, das Nettobeträge. Dennoch zeigt es, dass wir hier in einem Bereich sind, wo wir natürlich nicht wettbewerbsfähig sind und wirtschaftlich rechnen können. Ich komme zu den Anträgen. Ich bin positiv überrascht. Ich glaube, bei der SPD sind nicht viele praktizierende Milchbauern dabei, aber dieser Antrag, dem ist zuzustimmen. Er zeigt vom Blick nach vorne. Zunächst einmal ist die Bündelung dabei, die ganz wichtig ist. Es ist dabei angegeben, wenn Interventionspreise gefordert werden, dann ist konkret benannt, dann sind sie an den Produktionskosten orientiert und es sind Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen für den Fall, dass es besonders nach dem 1.4. nicht so gut gehen wird. Damit muss man nicht rechnen und das ist auch nicht ein Herunterreden der Milchpreise, aber das könnte passieren und für den Fall braucht man Sicherheitsmechanismen. Und da komme ich jetzt gleich zu unserem Antrag und da darf es auch keinem zu schade sein, dass wir in Bayern alle, wir haben ja diese große Runde der Milcherzeuger, die in Bayern, ich glaube der Helmut Brunner war hier, zuständig einberufen hat. Das ist sehr gut, aber da sollten wir zu einem Konsens kommen und das ist überfällig. Das ist überfällig und ich habe mir bei diesem und wir Freien Wähler haben uns bei diesem Antrag ja auch was gedacht. Ich habe argumentiert und wir waren uns da dann ziemlich einig. Wir müssen einen Antrag finden, der von der Mehrheitsfraktion nicht abgelehnt wird, denn jetzt ist es 11:55 und da brauchen wir den Konsens über alle Gruppen hinweg. Ich war nicht überrascht, aber im Ausschuss hat man dann das Haar in der Suppe gefunden und hat argumentiert, man kann diesem Antrag nicht zustimmen. Das ist nicht möglich, dass der Staat diese Koordinierungsstelle übernimmt. Ich bin einigermaßen überrascht, denn ich behaupte nach wie vor, wenn der Staat hier gerade zur Bündelung nicht seine Aufgaben wahrnimmt, dann wird es nicht damit klappen. Das hat nicht nur mit bäuerlicher Mentalität zu tun, sondern das hat auch zu tun, dass wir momentan Entwicklungen, und wer die Frau Fichtel habe ich gesehen, die wird es bestätigen können, wir haben es neulich beim Milchgespräch in Augsburg von anderer Stelle hören dürfen. Momentan haben wir wieder die Situation und die bedenkliche Entwicklung, dass bestehende Milcherzeugergemeinschaften, die ja unter den Oberbegriff Bündelung fallen, dass die wieder auseinanderbrechen und dass wir mehrere kleine Organisationen bekommen. Und das ist ja genau die Sache, die wir nicht wollen. Und wer sonst außer der Staat soll das in die Hand nehmen, damit es zu mehr Bündelung kommt, damit wir auf Augenhöhe mit den Produzenten und mit den
mit dem Lebensmitteleinzelhandel Milch verkaufen können. Und abschließend zum Antrag der CSU. Auf den ersten Blick, ich habe es schon kurz erwähnt, könnte man zustimmen. Aber, liebe Kollegen von der CSU, Sie betonen immer, wie sehr Sie hinter den Bauern stehen. Es ist keine konkrete Angabe, wie Sie Krisenzeiten die Intervention berechnen wollen. Es steht drin, es soll hier eine angemessene Anpassung erfolgen. Das ist also für mich Wischiwaschi. Und zusätzlich, es fehlt der große Punkt der Bündelung. Gerade Sie, wo Sie immer sagen, wir kennen uns aus, wir stehen bei den Bauern und, das ist schön und gut und recht, aber der entscheidende Faktor Bündelung fehlt hier. Und da muss ich den Kollegen der SPD danken, wir haben das bereits in einem früheren Antrag gebraucht, ohne Bündelung, und zwar eine positive, nicht momentan wie eine negative. Kollege, wird kommen Sie bitte zum laufen. Schluss. Herr Präsident, ich bin bereits am Ende der Ausführungen. Vielen Dank. Wir bitten um Zustimmung unseres Antrags. Danke sehr. Das war jetzt so nicht erkennbar. Der Redefluss war noch so aktiv, da habe ich dann lieber mal auf die Uhr geguckt. Vielen Dank, Kollege Dr. Herz. Und für die CSU-Fraktion hat sich der Kollege Schöffel gemeldet.